Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich, der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erben erwählt hat. Dies ist der Wochenspruch zu dem heutigen Israelsonntag, zu dem wir euch ganz herzlich begrüßen. Ja, ihr Lieben, Heidi hat es ja schon gesagt, heute ist Israelsonntag. Vielen ist das vielleicht gar nicht bewusst. Oder manche werden sich die Frage stellen, warum feiern wir in der christlichen Kirche einen Israelsonntag, einen Gedenktag an Israel? Nun, das ist in wenigen Sätzen erklärt. Israel ist und bleibt Gottes auserwähltes Volk. Daran ist nichts zu ändern und zu rütteln. Dann, Jesus war und ist Jude. Er ist aus dem Volk Israel hervorgegangen. Und somit ist Israel unsere Glaubenswurzel, unser Ölbaum, in den wir als Heidenchristen, also als Nicht-Juden, eingepfropft sind. Ja, um diese drei Punkte soll es heute auch im Gottesdienst gehen. Zunächst aber singen wir das erste Lied. Das ist die Nummer 166, Tut mir auf die schöne Pforte. Wir singen die angegebenen Strophen. Wir beten mit Worten aus Psalm 122. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Haus des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll
wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn. Wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Glück. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen, will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Amen. Kommt, lass uns anbeten. Vater, durch deinen lieben Sohn Jesus Christus kommen wir zu dir, um dir unsere Schuld zu bekennen. Ja, Lob singen wollen wir, wollen dich anbeten, aber oftmals vergessen wir das einfach. Wir vergessen, dass der Tag, der am Morgen erscheint, aus deiner Hand kommt. Wir vergessen, wenn der Tag abends zur Ruhe kommt, dass wir ihn dankbar in deine liebenden Hände zurückgeben können. Auch vergessen wir, was unsere Glaubenswurzel ist, nämlich dein geliebtes Volk Israel, dein Augapfel, den du nie aus deiner Hand gegeben hast, bis zum heutigen Tag. Wir bitten dich, lass uns die Tage mit dir beginnen und mit dir beenden. Und lass uns darüber klar werden, dass Israel und wir durch Jesus zusammengehören. Gib, dass wir das wieder neu lernen und erkennen. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Herr, mein Gott, erbarme dich. Ist die erbarme dich. Herr, mein Gott, erbarme dich. Herr, du erbarmst dich unserer immer wieder gern. Du lässt uns unsere Sünden nicht nach. Darum preis, Lob und Dank sei dir, Gott, denn du wirst Israel und damit auch uns erlösen von allen unseren Sünden. Dafür geben wir dir die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Jesus Christus, du bist aus dem Volk Israel hervorgegangen. Du bist ein Nachkomme König Davids. Du bist zu unserem Heil und natürlich auch zum Heil Israels auf diese Welt gekommen. Wir bitten dich, ja, lass uns wieder neu erkennen, dass Israel und wir durch dich eins sind. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung steht im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 28 bis 34. Ein Gesetzeslehrer hatte diesem Gespräch zugehört.
Er war davon beeindruckt, wie Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, und so fragte er ihn: Welches ist das Wichtigste von allen Geboten des Gesetzes? Jesus sagte: Das wichtigste Gebot ist dieses: Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr und kein anderer. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und ganzem Verstand und mit allen Kräften. Gleich danach kommt das andere Gebot: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Da sagte der Gesetzeslehrer zu Jesus: Du hast vollkommen recht, Lehrer. Es ist so, wie du sagst. Nur einer ist Gott, und es gibt keinen Gott außer ihm. Und darum sollen wir Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit allen Kräften, und unsere Mitmenschen lieben wie uns selbst. Das ist viel wichtiger, als Gott Brandopfer und alle möglichen anderen Opfer darzubringen. Jesus fand, dass er vernünftig geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du fängst an zu begreifen, was es heißt, sich der Herrschaft Gottes zu unterstellen. Von da an wagte keiner mehr, ihn zu fragen. Lob sei dir, o Christe. Lob sei dir, o Christe. Wir singen das Lied Höre Israel. Gottes Wort gehört und wollen darauf antworten, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das nächste Lied. Das ist die Nummer 245, Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herrn. Wir singen die Strophen 1 bis 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Der Predigtext steht im 5. Buch Mose, Kapitel 4, die
die Verse 5 bis 20. Ich verkünde euch jetzt die Gebote und Rechtsbestimmungen, die mir der Herr, mein Gott, für euch gegeben hat. Bewahrt und befolgt sie in dem Land, das ihr nun in Besitz nehmt. Dadurch werdet ihr unter den Völkern berühmt. Denn wenn die anderen Völker hören, nach was für Geboten ihr lebt, werden sie voll Achtung auf euch blicken und sagen, wie klug und einsichtig ist doch dieses große Volk. Kein anderes Volk hat ja einen Gott, der ihm mit seiner Hilfe so nah ist wie uns der Herr, unser Gott. Er hilft, so oft wir zu ihm rufen. Und kein anderes Volk hat so gute Gebote und Rechtsbestimmungen wie die, die ich euch heute gebe. Seht zu, dass ihr nie vergesst, was ihr mit eigenen Augen gesehen habt. Haltet die Erinnerung daran euer Leben lang lebendig und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Denkt an den Tag, als ihr am Berg Horeb vor dem Herrn, eurem Gott, gestanden habt. Der Herr hatte zu mir gesagt, rufe das ganze Volk zusammen. Sie sollen hören, was ich ihnen zu sagen habe und sollen lernen, mich und meine Weisungen ernst zu nehmen, die ganze Zeit, die sie in ihrem Land leben. Sie sollen auch ihre Kinder dazu anhalten. Da kamt ihr heran und stelltet euch am Fuß des Berges auf. Der Berg stand in Flammen, die bis zum Himmel loderten. Und ringsum war von schwarzen Wolken umgeben. Der Herr sprach zu mir aus dem Feuer heraus. Ihr konntet nur seine Stimme hören, aber sehen konntet ihr ihn nicht. Er blieb für euch unsichtbar. Er verkündete euch die 10 Gebote als die Verpflichtungen, die sein Bund euch auferlegt, und schrieb sie auf 2 Steintafeln. Mir aber befahl er, euch alle Gebote und Rechtsbestimmungen einzuprägen, nach denen ihr in eurem Land leben sollt. Vergesst nicht, dass ihr damals am Berg Horeb, als der Herr aus dem Feuer zu euch redete, nur die Stimme gehört, aber keinerlei Gestalt gesehen habt. Darum macht euch kein Gottesbild. Das wäre ein unverzeihliches Vergehen, ganz gleich, was für eine Gestalt ihr nachbildet, Mann oder Frau, Landtier, Vogel oder Fisch. Lasst euch auch nicht von dem, was ihr am Himmel seht, beeindrucken. Lasst euch nicht dazu verleiten, Sonne, Mond und Sterne als Götter zu verehren. Die Verehrung der Gestirne hat der Herr, euer Gott, allen anderen Völkern der Erde zugewiesen. Euch aber hat er aus Ägypten diesen glühenden Schmelzofen herausgeholt, um euch zu seinem eigenen Volk zu machen, wie ihr das nun auch wirklich seid. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, kurz vor Ende seines Lebens ruft Mose noch einmal das Volk Israel zusammen, um ihm noch einmal zu sagen und auch einzuschärfen, wie und nach welchen Geboten und Rechtsbestimmungen das Volk zu leben hat, wenn es im Heiligen Land angekommen ist. Wir wissen, dass
es hier nicht nur um die 10 Gebote geht, sondern um über 300 Lehren und Rechtsbestimmungen, Opferbestimmungen und Gesetze. Ein Buch würde dies geben, wenn wir das heute drucken lassen würden, ja, das in unseren Wohnzimmerschränken schon einen beeindruckenden Platz einnehmen würde. Und Mose sagte dem Volk auch, dass sie dies weitergeben sollten an ihre Kinder und Enkel. Und dieses Gesetz ist für jeden Juden verbindlich, auch heute noch. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Jesus sich immer wieder vor solchen Fragen gestellt sah. Auch in der Lesung, die wir vorhin gehört haben. Immer wieder versuchten die Pharisäer und Schriftgelehrten, Jesus hier eine Falle zu stellen. Welches ist das wichtigste Gebot? Ja, das wichtigste Gebot für einen frommen Juden ist: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Wir haben es eben gesungen. Wir müssen uns irgendwo immer wieder Gedanken machen, wie sieht das mit unserer Gottesliebe aus und wie sah es in der Geschichte Israels mit der Gottesliebe aus? Konnte das Volk während seiner über 3000-jährigen Geschichte diese Gebote immer halten? Wir wissen aus der Geschichte heraus, dass dies nicht so war und dass es immer wieder Konsequenzen hatte. Eine der größten Konsequenzen war wohl die Verschleppung des Volkes in die babylonische Gefangenschaft. Sie glaubten, dass Gott sie dort verlassen hätte. Aber dem war nicht so. Gott versuchte auch in der Gefangenschaft dem Volk das Leben erträglich zu machen, indem er ihm auftrug, Familien zu gründen und innerhalb des anderen Volkes auch zu heiraten. Wenn Gott auch für eine kleine Zeit die Hand von seinem Volk wegzog, so war dies nie von Dauer, weil Gott liebt sein Volk bis zum heutigen Tag. Er liebt sein Volk so, ja, dass er aus ihm heraus Jesus in diese Welt schickte, damit Israel erlöst würde von all seinen Sünden, von all seiner Gottesferne. Gott ist sich von Anbeginn der Schöpfung bewusst, dass die Kreatur, die er schuf, mit Namen Mensch, nie in der Lage sein würde, alle Gesetze und Vorschriften und Gebote zu befolgen. Das war und ist Gott klar. Und ja,
Dieser Plan, Jesus in die Welt zu schicken, als Nachkomme des großen Königs David, durch die Adoption des Josef, der lag schon von Anfang an bereit, bis es dann eines Tages soweit war. Alle Propheten des Alten Testamentes kündigten Jesus an, jeder auf seine Weise. Und ja, Israel hätte dies sehen müssen. Die einfachen Menschen, das wissen wir aus den Evangelien heraus, glaubten an Jesus, wenn er Wunder tat. Aber eben die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht. Sie waren der Meinung, dass sie die einzigen seien, die in der Lage wären, die Gesetze zu halten. Und die Folge war Murren und Unverständnis, als Jesus sagte: Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das muss man sich einmal vorstellen. Da kommt jemand, ein einfacher Mensch und sogenannter Wanderprediger, der vollmundig behauptet, ich löse das Gesetz nicht auf, sondern erfülle es. Die hohen Priester und Schriftgelehrten waren fassungslos. Warum? Weil Jesus sie hier an eine Grenze gestoßen hat, die sie weder überblicken noch begreifen konnten. Sie gingen davon aus, dass ja, das Gesetz von niemand anderem als von ihnen selbst erfüllt werden konnte. Und so ist es nicht verwunderlich, dass immer wieder Diskussionen hierüber aufkamen. Der Schriftgelehrte in unserer Lesung jedoch schien zu begreifen, was Jesus meinte. Und die Frage stellen wir uns heute auch. Was ist damit gemeint, wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen? Bis hierher kann man das ja menschlich noch verstehen und das hatten die hohen Priester wahrscheinlich auch getan. Aber der Nachsatz, sondern zu erfüllen, das schlug dem Fass den Boden aus. Nun, gehen wir doch der Frage einmal auf den Grund. Jesus ging aus dem Volk Israel hervor. Jesus war und ist Jude. Und somit ist das Volk Israel auch für uns besonders wichtig. Wenn Jesus davon spricht, dass er das Gesetz nicht auflösen will, sondern es erfüllt, so nimmt er auf seinen Kreuzestod Bezug. Was hat der Kreuzestod aber nun mit der Erfüllung des Gesetzes zu tun? Eigentlich wissen wir dies. Jesus ist für alle Menschen, also nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen am Kreuz in den Tod gegangen, um uns von aller Schuld zu erlösen. Und wenn man das bedenkt, dann wird einem auch klar, was es heißt, dass von Jesus das Gesetz erfüllt wird. Denn die Gesetze waren und sind ja dafür da, damit Menschen eben ohne Sünde leben. Aber nur dann, wenn sie
die Gesetze restlos befolgen. Und das haben wir eben schon einmal festgestellt, das ist einfach aufgrund unseres Menschseins nicht möglich. Wie viel Tier- und Brand- und Speisopfer mussten gegeben werden, wenn einer oder mehrere aus dem Volk gesündigt hatten? Und der Schriftgelehrte aus der Lesung eben, der hat dies erkannt, dass das Gebot, dass wir Gott lieben sollen, mit unserer ganzen Kraft, unserer ganzen Seele, er hat erkannt, dass dies ja eben das wichtigste Gebot ist. Und wenn wir dies tun, das heißt, wenn wir Gott lieben, dann sind alle Opfer nichts mehr wert. Weil Gott möchte, dass wir ihn lieben. Aber da wir das nicht immer können, ist Jesus am Kreuz für unsere Gottesferne, unser Gottvergessen gestorben und hat damit das Gesetz erfüllt, indem er uns durch seine Vergebung von aller Sünde, von aller Gottesferne befreite. Das ist damit gemeint, wenn es heißt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Denn Jesus ist der einzige Mensch, von dem wir wissen, dass er Gottes Gesetze bis auf das i-Tüpfelchen erfüllt hat. Und wenn der Schriftgelehrte aus unserer Lesung vorhin dies begriff, dann hatte er so manchem von uns einen Schritt voraus. Denn wir können dieses Werk, das Jesus am Kreuz für uns tat, mit unserem Verstand überhaupt nicht ermessen und begreifen. Dass ein Mensch freiwillig für die gesamte Menschheit, die je gelebt hat, die heute lebt und die zukünftig leben wird, in den Tod gehen. Und dann erweckte Gott ihn auch noch von dem Toten auf, damit wir ja nicht nur Vergebung erfahren können, sondern eben auch noch Anteil am ewigen Leben und dem ewigen Frieden und der Versöhnung mit Gott haben können. Das ist schier unbegreiflich. Aber es ist die Wahrheit. Es ist die einzig gültige, für uns erfassbare Wahrheit. Entschuldigung, dass ich hier eben so ein wenig gestockt habe. Ich suchte selber nach einem Wort, ja, das das alles begreiflich macht. Das ist auch für jemanden, der eine Predigt hält, so unbegreiflich, dass einem tatsächlich die Worte fehlen. Aber das tut der Sache keinen Abbruch. Was Gott für uns tat, indem er Jesus in den Tod schickte und ihn auferweckte, das darf einem auch sprachlos und fassungslos machen. Aber das ist eine andere Fassungslosigkeit als die, die wir empfinden, wenn wir vor irgendwelchen Unglücksfällen oder sonst etwas stehen. Diese Fassungslosigkeit, dieses Ringen um die Fassung dessen, was Gott für uns tat, das darf einem sprachlos machen. Aber es macht einem gleichzeitig frei. Es befreit uns davon, dass wir alle über 300 Gesetze erfüllen müssen. Wir dürfen Mensch sein. Wir dürfen so sein, wie wir sind. Und wir dürfen gewiss sein, dass Jesus uns neu macht, immer wieder. Dass er uns durch seine Vergebung zu Kindern des Lichtes macht.
Und so ein Kind des Lichts ist auch jener Schriftgelehrte sicherlich geworden, wenn er dann bei seiner Überzeugung geblieben ist. Kinder des Lichtes Jesu werden wir, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, wenn wir ihn zum Anwalt unseres Lebens machen, damit wir im jüngsten Gericht, das für jeden von uns kommt, bestehen können, damit wir einziehen können in den ewigen Frieden des Herrn, unseres Schöpfers. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das nächste Lied. Wir singen von dem angefangenen Lied 245 die Strophen 4 und 5. Ihr Lieben, wir möchten euch gerne ein paar Dinge noch mitteilen. Wir laden herzlich ein zum nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag. Kindergottesdienst und Lobpreisgottesdienst und auch das Friedensgebet fällt während unseres Urlaubs aus. Wir werden mit diesen Gottesdiensten im September, also ab dem 6. September wieder beginnen. Wir danken euch, dass ihr auch heute beim Israelsonntag mit dabei seid und dass wir Gemeinschaft miteinander haben können durch Jesus. Wir danken euch dafür, dass ihr uns durch eure Gebete tragt und ja, für viele positive Rückmeldungen sind wir euch ebenfalls sehr dankbar. Wir noch heute wieder die Spenden konnten für zugunsten der Flutopfer und der Ukraine einblenden. Wir danken euch hier für alle geleistete Hilfe und für die Hilfe, die ihr auch künftig leistet. Es ist in diesen Projekten immer noch viel, viel zu tun. Alle anderen Kollektenzwecke, die könnt ihr eben aus dem Internet und über eure Gemeindeämter und auch in den Gottesdiensten erfahren. Gott segne Geber und Gaben. Wir wollen nun miteinander die Fürbitte halten. Lieber Vater im Himmel, durch deinen lieben Sohn Jesus Christus kommen wir zu dir, um ja, dir dafür zu danken, dass er mit seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung das Gesetz erfüllt hat. Lass uns dies erkennen, wie wertvoll
dieses für uns und unser Leben ist, mach uns das immer wieder neu bewusst, weil wir, was das betrifft, so fürchterlich vergesslich sind. Zieh uns immer wieder hin zu dir. Herr, wir bitten dich für dein geliebtes Volk Israel, das nach wie vor dein Augapfel ist und das du nie im Stich gelassen hast und auch jetzt bis zu dieser Zeit nicht im Stich lässt. Lass uns erkennen, wie wichtig Israel für uns und unseren Glauben ist. Mach uns bewusst, dass wir eben nur eingefropft sind in den edlen Ölbaum Israel. Gib uns die Erkenntnis, dass wir nicht auf Israel herabsehen sollen, weil ein großer Teil Israels noch nicht an Jesus glaubt. Um unseretwillen hat Israel diesen Glauben zum großen Teil noch nicht. Mach uns das immer wieder deutlich und bewusst. Herr, wir bitten dich für alle Israel-Werke. Hilf, dass sie ihren Dienst auch weiterhin tun können. Gib den Israel-Werken immer wieder Menschen, die sich dafür hingeben. Wir bitten dich um Segen für diese Israel-Werke. Herr, wir bitten dich auch für alle Überlebenden des Holocausts. Gib ihnen Menschen, die ihnen zuhören. Gib ihnen Menschen, die sie verstehen. Gib ihnen Menschen, die ihnen, ja, vorlesen, die sich um sie kümmern, auch in Seniorenheimen. Wir bitten dich, segne alle Überlebenden. Wir bitten dich auch für uns und unser Land, dass wir immer mehr von der Heiligen Schrift wissen wollen. Gib uns die Erkenntnis, dass wir nur dadurch verstehen lernen, was der Glaube für uns ist, nämlich Freiheit. Freiheit von der Gottesferne und Licht auf diesen vielen dunklen Wegen, auf denen wir im Moment gehen müssen. Gib, dass sich unsere Regierenden ihrer Verantwortung auch weiterhin bewusst sind, dass sie Israel schützen. Ja, dass sie sich vor allem in allem, was sie tun, von dir leiten lassen. Auch in den Friedensbemühungen, die ja so sinnlos erscheinen, weil wir kein rechtes Vorankommen spüren. Ja, wir bitten dich um diesen Frieden der Welt, den Frieden in der Welt und vor allem um deinen Frieden, der so viel höher ist als alle unsere Vernunft. Wir bitten dich auch für deine Kirche auf der ganzen Erde, dass sie sich darüber bewusst ist, dass Israel zu uns gehört wie Sand und Meer. Wir bitten dich, ja, dass diese Verbindung zwischen uns und dem Volk Israel in den Kirchen verkündigt wird.
damit wir durch dieses Wissen selig werden können. Alles, was uns sonst bewegt, bringen wir nun in der Stille vor dich. Jesus, du bist der Gottessohn. Du bist der, der aus Israel hervorgegangen ist. Wir bitten dich, mach du uns immer wieder neu zu deinen Kindern, zu Kindern des Lichts, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Schlusslied oder die Schlusslieder. Wir singen 434 Shalom Shalom und 433 Vivene Shalom Malachim. Wir singen diese beiden Kanons hintereinander. Israel-Sonntag gefeiert habt. Wir wünschen euch, wenn ihr verreist, dass ihr gut ankommt und wieder gut zurückkommt. Und vor allen Dingen bleibt gesund oder werdet es schnell wieder. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und in die neue Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Wir singen nun zum Schluss das Lied Segne Vater, tausend Sterne.